Tag. Damit nicht alles vergessen wird. Die Schachtanlage Beeker wert einschließlich eines kurzen Einblicks aus der Geschichte Beekerwärts. Kurze Einleitung, wer ich bin. Ich habe meine Lehre im Alter von 14 Jahren als Schmelzschweißer bei der August-Thyssen-Hütte am 1. April 1966 begonnen und habe gefeilt, gebohrt, gehämmert, geschmiedet, gemeißelt und viel geschweißt. Anschließend von 1969 bis Mitte 1974 lernte ich die ganzen Hüttenbetriebe hautnah kennen aufgrund meiner Tätigkeit als Reparaturschweißer, wie ich immer sagte, im fliegenden Reparaturbetrieb 4. Ich kannte somit auch fast alle Thyssen-Hüttenbetriebe und war dort in Reparaturschichten tätig. Zudem war ich einmal am alten Schacht Beeker wert im Jahr 1970 und hatte dort für einen Tag gearbeitet. Als ich eine alte Werkszeitung von Thyssen las, sah ich ein Bild von Franz Hoppe, den ich gut kannte, beim Abriss der Schachtanlage Beeker wert, und ich kam auf den Gedanken, ein Video über diesen Artikel von damals zu machen. Franz Hoppe liebte seine Arbeit auf der Zeche in Beeker wert. Im Zweiten Weltkrieg diente er in der Marine auf dem schweren Schlachter Prinz Eugen zusammen mit seinen zwei Brüdern. Nach dem Krieg ging er von Bochum nach Beeker wert und bekam eine Anstellung auf der Zeche Beeker wert. Er wohnte auf der Petersbergstraße, war verheiratet mit der Olli und hatte zwei hübsche Töchter. Hier war er bis zur Stilllegung in der Funktion eines Steigers im Erhaltungsbetrieb tätig. Der Mann war ein guter Kenner von Maschinen und Werkzeugen und wusste, wie man mit diesen umzugehen hat. Wie er mir einmal erzählte, hatten Reparaturen am Förderturm und im Maschinenhaus immer absolute Priorität. Es wurde, wenn nötig, rund um die Uhr gearbeitet, bis eine Reparatur erledigt war. Nach der Schließung des Bergwerkes, die letzte Schicht auf der Schachtanlage Beeker wert wurde am 1. März 1963 verfahren, war er, wie er sagte, für das Auslagern von Maschinen und Gerätschaften und für die Schachtverfüllung mitverantwortlich. Gegen Ende 1964 führte er unter seiner Aufsicht den Abriss der Schachtanlage und die Übergabe des Geländes an Thyssen aus. Danach war er als Fachmann für Bergbauschäden für die Hamborner Bergbau AG in Duisburg-Hamborn tätig und hatte sein Büro in der Nähe des Sportplatzes von Gelb-Weiß-Hamborn, wo ich damals eine Zeit lang Fußball spielte. Als Kinder, wenn wir von Duisburg-Beek zur Vogelwiese und zum Baggerloch meistens an warmen Sommertagen zum Schwimmen hingingen, konnte man wie auf dem vorher gezeigten Bild die Zeche Beeker wert über die Schrebergärten hinweg ganz gut sehen. Übrigens war das Schwimmen in diesem Baggerloch streng verboten und auch gefährlich. Damals waren noch die Kiesbagger, die ein Drahtschleppseil über das Wasser gezogen hatten, am Arbeiten. Unglücklicherweise sind Personen dort auch ertrunken. Die Hoffsche Straße war damals noch mit Kopfsteinpflaster gepflastert und die alten Straßenbahnschienen waren noch zu sehen. Diese stellte den Betrieb bereits am 7. November 1954 ein. Danach fuhr die Buslinie 23 vom Ostacker über Beek-Denkmal nach Beeker wert.
Ich persönlich war einmal an den alten Deckeln des Schachtes Beekerwerth anfangs Januar 1970 und machte dort Schweißarbeiten. Das Gesamtbild, die Luftaufnahme im Mai 1956. Das Bild zeigt den Schacht 3-7 und die Größe der beiden Thyssen-Hochöfen 8 und 9. Innerhalb dieser Reihe sieht man einige Schornsteine, die beiden am linken Bildrand gehören zur Schachtanlage Beekerwerth. Die meiste der geförderten Kohle wurde verkokst, um damit hungrige Hochöfen zu versorgen. Die historischen Ursprünge von Duisburg-Beekerwerth. Die Siedlung Beekerwerth wurde als Berg- und Hüttenarbeitersiedlung des Thyssen-Konzerns Anfang der 20er Jahre unweit der gleichnamigen neuen Zeche Beekerwerth erbaut. Aufgrund ihrer direkten Lage am Deich sollte sie zuerst den Namen Rheindeich erhalten, aber noch während der Fertigstellung der Siedlung setzte sich der angestammte Name Beekerwerth durch. Durch den großmaßstäblichen stadtplanerischen Entwurf der Gewerkschaft Deutscher Kaiser entstand mit Beekerwerth ein neuer Duisburger Ortsteil. Das dem Ort Beek westlich vorgelagerte, vom Rhein umflossene Beekerwerth war bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts agrarisch geprägt und nur spärlich besiedelt. Bis ins 18. Jahrhundert von Rhein, Ruhr und Emscher fast ganz umschlossen, hatte die Halbinsel Beekerwerth, so historische Quellen, sehr guten Boden und besonders vortreffliche Wiesen. Sie gehörte im Hochmittelalter zum Hauptverwaltungsbezirk Amt Beek des Herzogtums Kleve, seit dem 13. Jahrhundert galt aber die als Herren von Beek anerkannte Familie Stecke als örtliche richterliche Instanz. Sie ließ 1268 das direkt am Rhein gelegene Haus Knipp errichten, das auch nachfolgend unter wechselnden Besitzverhältnissen Sitz der Gerichtsbarkeit im Beeker Amtsbereich bis zur Zerstörung des Hauses durch ein Hochwasser in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts blieb. Als königliches Kammergut wurde Haus Knipp am Beginn des 17. Jahrhunderts wiedererrichtet und gehörte bis Anfang der 1920 Herzog von Arenberg auf Schloss Nordkirchen, der es als landwirtschaftliches Gut bewirtschaften ließ. Neben Haus Knipp bestanden nur einzelne Gehöfte wie der bereits 1488 erwähnte Hagenacker Scheehof. Teile von Beekerwerth dienten auch der gemeinschaftlichen Weide- und Holznutzung für die Bauernschaften des Amtes Beek. Beekerwerth war bis zum Ersten Weltkrieg noch ländlich geprägt, als etwa in den Nachbarorten Hamborn und Meidaich bereits große industrielle Komplexe gewachsen waren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die Stadt Duisburg beabsichtigt, in Beekerwerth einen ausgedehnten Stadtpark anzulegen. Bevor diese Pläne verwirklicht werden konnten, erwarb jedoch August Thyssen in mehreren Schritten Beekerwerth, um die nahegelegene Gewerkschaft Deutscher Kaiser zu erweitern und die Steinkohlenfelder im Rheinbogen von Beekerwerth abzubauen. Mit dem Ankauf großer zusammenhängender Flächen durch Thyssen sollte sich das Bild der ländlichen Gegend dramatisch wandeln. Dem Kauf des knapp 180 Hektar großen vormaligen Fideikommissgutes Haus Knipp 1914 folgten die weiteren Güter wie der Hagenacker Scheehof und der Östrickscher Hof. Dieser umfassende Erwerb geschah auch, um Klagen wegen der zu erwartenden Bergsenkungsschäden aus dem Zechenbetrieb vorzubeugen. Die Gesamtgröße der Thyssenschen Liegenschaft in Beekerwerth betrug schließlich 216 Hektar und umfasste damit fast das gesamte Areal von Beekerwerth. Erst gegen Anfang 1961 begann Thyssen mit dem Großbau des Stahlwerkes Beekerwerth. Hier entstand ein gesamtes Hüttenwerk mit der Ausnahme von Hochofen und Sinteranlage, über denen man bereits in der Nähe verfügte. Die hier eingefügte Landkarte zeigt die Situation der Rheinhalbinsel Beekerwerth um 1892 mit Eintragungen der Gehöfte und des Hauses Knipp. Die Zechengeschichte. Die Schachtanlage war im Ersten Weltkrieg auf einem Gelände abgeteuft worden, das bis dahin, wie bereits in diesem Video im historischen Rückblick berichtet, Standort einiger landwirtschaftlicher Betriebe war. Aufgabe des neuen Schachtes war, den wachsenden Brennstoffbedarf der Hüttenwerke und der eisenverarbeitenden Betriebe der Thyssenschen Unternehmen, insbesondere auch in Bruckhausen, sicherzustellen. Die bestehenden Schachtanlagen wurden zu Doppelschächten ausgebaut. Von den Neuanlagen kam Beekerwerth 1 und 2 als letzte in Förderung, nachdem sich die Abteufarbeiten von 1916 sechs Jahre lang hingezogen hatten. Die schematische Landkarte zeigt Beekerwerth zum Zeitpunkt der industriellen Erschließung durch August Thyssen, um 1920. Die Lage der projektierten Wohnsiedlung ist bereits schraffiert eingetragen. Am 14. März 1923 wurde hier die erste Tonne Kohle gefördert, unmittelbar neben der Eisenbahnlinie Oberhausen-Neumühl-Hohenbuttberg, die auf der Hausknippbrücke den Rhein überquert. In der großen Rheinschleife entstanden gleichzeitig auf früheren Äckern die Siedlungshäuser für die Bergarbeiter. Der Grundbesitz, der für die Errichtung der Schachtanlage benötigt wurde, umfasste im Wesentlichen den Hagenackerschen Hof, den Oestrichshof und Haus Knipp, das mit einem Grundbesitz von über 176 Hektar im Jahre 1914 vom Herzog von Arenberg erworben. Das Abteufen der Schachtanlage Beekerwerth erfolgte nach dem Gefrierverfahren,
und wurde von der Schachtbauthyssen GmbH durchgeführt, die dieses Verfahren vorher schon mit großem Erfolg beim Abteufen von Schacht 5 Worden in Aldenrade, der Schächte Lohberg 1 und 2 sowie Wehofen 1 und 2 angewandt hatte. Das Bild zeigt die Ansicht der Schachtanlage Beeker Wert im Jahre 1922. Damals stand nur das erste Fördergerüst. Der zweite Schacht wurde erst zwischen 1925 und 1927 abgeteuft und diente als Wetterschacht. In 1921 erreichte man bei einer Teufe von 186,5 Meter das Steinkohlengebirge. Die erste Bausohle von Beeker Wert Schacht 1 wurde bei 350 Meter angesetzt. Die erste Seilfahrt der Belegschaft konnte 5 Tage nach der ersten Förderung, am 19. März 1923, erfolgen, nachdem die Belegschaft bis dahin auf der benachbarten Schachtanlage Friedrich Thyssen 37 hatte anfahren müssen. Die Zahl der Bergleute stieg von 367 im Jahre 1923 im Verlauf von 6 Jahren auf fast 2500 Bergleute, die Förderung von rund 27.000 auf über 840.000 Tonnen Kohle im Jahr. Die Schachtanlage Beeker Wert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg über die Grenzen des Ruhrgebietes hinaus bekannt durch das Pestalozzi-Dorf, das unmittelbar hinter dem Rheindeich zur Familienerziehung der Berglehrlinge sowie zur Unterbringung und Betreuung von ausländischen Praktikanten entstand. Das Gemeinschaftshaus des Pestalozzi-Dorfes ist zum kulturellen Mittelpunkt der gesamten Siedlung Beeker Wert geworden. Zu Beginn der Weimarer Republik hatte sich der Wohnraummangel im gesamten Ruhrgebiet zu einer großen Wohnungsnot entwickelt. Bedingt war dies insbesondere durch die Zuwanderung von Flüchtlingen, auch hatte die Duisburger Großindustrie nach dem Ersten Weltkrieg infolge lebhaften Geschäftsganges zahlreiche Arbeitskräfte neu eingestellt, die nun ebenfalls Wohnungen benötigten. Zudem waren nach dem Krieg viele Wohnbauten in einem schlechten Zustand und während der Kriegszeit keine Neubauten im erforderlichen Umfang entstanden. Statistische Zahlen einer Duisburger Zeitung verdeutlichen die dramatische Situation. Fehlten im März 1921 bereits 5.888 Wohnungen, so war die Zahl im Juni desselben Jahres bereits auf 7.137 gestiegen. Die staatliche Wohnungsbaupolitik reagierte durch Sofortmaßnahmen wie Wohnungsteilungen, aber auch durch staatliche Fördermaßnahmen wie den 1920 geschaffenen Kohlenfonds zur Errichtung von Bergmannswohnungen. In diesen hatte die Montanindustrie für jede geförderte Tonne Steinkohle 6 Mark zu zahlen, die dem Bau von Wohnungen zugute kamen. Meine Bemerkung hier. Wenn man sich die Bilder der damals gebauten Häuser von Beeker Wert ansieht, muss man sagen, dass diese sehr schön gestaltet worden sind. Es ist es für mich keine Überraschung, dass die meisten heute unter Denkmalschutz stehen. Zurück zum Schachtgelände. In 1965 schrieb man Folgendes. Das Gelände der alten Schachtanlage ist jetzt in Thyssen-Besitz übergegangen. Auf dem früheren Werksgelände der seit März 1963 stillgelegten Schachtanlage Beeker Wert 1 und 2 haben seit 3 Monaten Abbruchkommandos das Wort. Die beiden Fördertürme wurden gesprengt und verschrottet. Weitere Gebäude, die für die betrieblichen Zwecke der Art nicht geeignet sind, werden abgebrochen. Die Werkstatt mit Magazin, das Kompressorhaus und das Fördermaschinenhaus 2 des Schachtes Beeker Wert wurden erhalten. Anfang Februar 1964 wurde zwischen Thyssen und der Hamborner Bergbau AG auch der Vertrag unterzeichnet, mit dem die Hütte das Gelände der Schachtanlage in Beeker Wert sowie restliches Gelände der Betriebsanlage Friedrich Thyssen 5/7 in Bruckhausen erwirbt. Insgesamt betragen die übernommenen Grundstücksflächen 500.000 Quadratmeter oder 50 Hektar. Gegen Ende 1964 wurden beide Fördergerüste der Schachtanlage Beeker Wert gesprengt. Franz Hoppe steht in der Nähe der alten Bushaltestelle und schaut weg vom Schrotthaufen. Da wird es den guten Franz Hoppe bestimmt den Magen umgedreht haben, als er den Schrotthaufen sah. Seinen Steigeranzug wird er nicht mehr lange tragen. Der Schrotthaufen, die Überreste der 2 Fördertürme endeten im Siemens-Martin-Werk der Thyssen-Hütte. Die Verbindungen waren damals noch alle genietet. Meine Begegnung mit dem Schacht Beeker Wert Anfang Januar 1970 in Bruckhausen bei der Arbeitseinteilung des Reparaturbetriebes 4, rief Meister Borchert mich morgens kurz nach 6 Uhr auf mit der Einteilung zum Schacht Beeker Wert. Ich war verdutzt und fragte den Vorarbeiter Fritz, was soll ich da, den Schacht Beeker Wert gibt es doch nicht mehr. Der Vorarbeiter Fritz sagte mir, dass da irgendetwas an der alten Schachtabdeckung repariert werden müsse. Als wir dann nach einer etwas verwirrenden Tour im Werksgelände Beeker Wert mit unserem Lastwagen endlich im alten Schacht Beeker Wert ankamen, lud ich die Schweißmaschine und die den Verlängerungskabeln ab. Ich herum und suchte eine Kontaktperson, die mir zeigen sollte, was ich zu tun hatte. Die Kontaktperson, einen alten Zechenkumpel, fand ich nach einigen Minuten herumlaufen durch die alten Schachthallen und er zeigte mir, was meine Arbeit war und wo ich meine Schweißmaschine an eine 380 Volt Steckdose anschließen konnte.
Der alte Kumpel war nicht der freundlichste, und meine Anwesenheit schien ihm etwas zu stören. Wahrscheinlich wollte er in einer der alten Hallen ein kleines Nickerchen machen, und ich störte ihn nur. Egal, ich hatte mich ja nicht selbst zum Schachtbeekerwert angefordert, sondern ich wurde bestellt. Es war eine Dichtungsschweißung, die ich rund an dem Deckel der beiden Schächte machen musste. Es war sehr kalt, und es wehte ein eisiger Wind auf dem alten Schacht. Meine Thermosflasche mit meinem warmen Kaffee war schnell aufgebraucht. Als ich etwas Zeit hatte, lief ich etwas umher, damit ich wieder etwas wärmer wurde, und betrachtete dabei den Rest der alten Schachtanlage. Meine Gedanken waren plötzlich bei den alten Bergleuten, die hier alle schwer geschuftet hatten, und manche noch mehr als ihre Arbeit gegeben haben. Schwere Verletzungen und tödliche Unfälle waren ja auf den Zechen keine Seltenheit. Die Kohle musste gefördert werden. Mein Vater, der auf der Zeche Westende tätig war, erzählte mir ab und zu die Geschichten, wie es unter Tage war. Glück auf, ihr alten Kumpels, dachte ich. Nicht weit entfernt von hier, dem Schacht, war die alte noch arbeitende Thomas-Schlackenmühle mit der Zementfabrik, das Blasstahlwerk, und in Richtung Beek war die Sauerstoffanlage von Thyssen. Mittags gegen 13.30 Uhr kam unser Lastwagen mit Jabkran und holte mich einschließlich meiner Schweißmaschine und den gesamten Kabelgedöns sowie den restlichen Elektroden ab. Ich bat den Fahrer, als ich in der Kabine saß, die Heizung aufzudrehen, um wieder richtig warm zu werden, was er auch machte. Das war meine Begegnung mit der alten Schachtanlage Beekerwerth. Ich muss sagen, dass ich in so einigen Ländern unserer schönen Welt gearbeitet habe, aber es freut mich immer noch sagen zu können, dass ich einmal auf den alten Schacht Beekerwerth gearbeitet habe, wenngleich zu der Zeit im Januar 1970 die Anlage schon 7 Jahre außer Betrieb war.